Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Ab geht es heute mal wieder schön an der alten Festung. Ja, und was soll man da schon machen an der alten Festung? Brassen kloppen soll man hier nach langer Zeit mal wieder auf Brasse. Es ist so langsam Abend. Die ollen Güster gehen auch hier auf den Knoblauchteig. Und wir testen heute mal, was denn da so geht an Spots, die hier die ganzen Angeldudes aus dem Feierabend-Chat so ins Discord schreiben. Und dann gucken wir doch mal, ob dann auch ne, was Ergiebiges hier mit den Brassen an der alten Festung. So, also weiter geht's. Duck im Discord hat geschrieben, Alden. So im Allgemeinen. Hier an der alten Festung auf Brasse, Alter. Da war er sogar nur mit zwei Ruten unterwegs und es war schon gut. Und da habe ich mir gedacht, komm, Alter, probierst du doch mal aus. Nur 13 Meter weit geklippt, Alter. Ganz wenig. Na, ist da jetzt schon was? Da ist doch schon hier der Wurm drin, ne? So. So, also, wo sind wir hier? 13 Meter weit geklippt. Wir stehen hier unten und ballern quasi hier in diese tiefe Stelle. Kontrollieren wir das auch mal direkt hier mit dem Tool. Gucken wir mal, wenn wir da stehen hier an der Ecke, bis da rein. Ja, dann ist das mittig, ziemlich genau bis hierhin, exakt auf 13 Meter. Also perfekt rausgesucht, die Koordinaten bzw. auch die Stelle und auch perfekt den Clip rausgesucht. Das ist doch schon mal geil. Ja, ich hatte jetzt hier vorhin, bevor ich hier das alles angemacht habe für die Videoaufnahme, hatte ich gerade schon mal reingeschmissen und habe auch tatsächlich schon ein bisschen was gefangen. Sah also ganz gut aus. Und jetzt haben wir ja auch so langsam schon bald hier die Abendstunden. Das heißt, die Brasse kann gerne jetzt hier mal reinsteigen. Und da geht auch schon der nächste in den Abendstunden. Und dann natürlich auch bis in die Nacht hinein. Das ist natürlich dann auch entscheidend. Jawolski, die Brasse soll in der Nacht richtig gut funktionieren. Und im Idealfall soll eben auch die Frequenz da sein. Das war jetzt mal gerade eine auf Knoblauch. Hier haben wir nochmal die nächste auf Erbse. Ich habe Standardfuttermische, Standardbrassenfuttermische dran. Hier unten haben wir es irgendwo. Standard auf Brasse. Also, wenn man das schon herstellen kann, dann Attacke. Und man muss dann natürlich noch im Idealfall den Erbsenbrei oder den Knoblauchbrei herstellen. Vielleicht kann man es aber auch mit Mistwurm zum Beispiel mal probieren. Auch das hat immer mal wieder funktioniert. Und was man natürlich auch machen kann, wenn man zum Beispiel die Futtermische noch nicht herstellen kann, weil man vielleicht noch ein bisschen lower ist im Level, auch einfach mal ohne Futtermische hier angeln. Denn auch das funktioniert. Futtermische ist nicht immer ein Must-Have. Es ist zwar immer ein Nice-to-Have. Immer schön, wenn man es hat. Aber auch ohne kann man hier zumindest schon mal probieren. 13 Meter und raus damit. So, das ist jetzt natürlich erstmal die große Frage, wie baut man dann alles hier zusammen? Wie sollte das Setup zusammengebaut sein für eine Brasse? Ich nehme in der Regel einen 1er Haken groß mittlerweile. Wenn ihr 4er Haken habt, ist das auch durchaus okay. 6er finde ich schon fast ein bisschen klein. Wenn ihr allerdings nur 6er Haken habt, dann natürlich auch das. Aber für mich ist dann eigentlich immer die Chance auf diese kleinen silbernen hier zu groß. Und die will man halt nicht. Wenn, dann Attacke. Immer schön große Haken. Die Frequenz geht vielleicht ein bisschen runter. Aber dafür gehen da auch mal welche mit 2 und 3 Kilo rein. Und das ballert dann halt echt massiv. Ne? Da merkt man schon wirklich dann vom Silber her später einen großen Unterschied. Also, Hakengröße hatten wir.
Kleinen Futterkorb natürlich fürs normale Fiederangeln. Ich bin momentan auf Inline geskillt, deswegen habe ich eben auch die Inline-Montage ausgewählt. Schlaufenmontage wäre natürlich genauso gut. Paternoster-Montage kann man natürlich auch nehmen. Und wenn man gar keine Futterbüsche machen kann, natürlich auch die einfache Grundmontage. Auch das geht. Wichtig ist da einfach nur den Köder, 13 Meter. Und dann euer Setup so natürlich einstellen, wenn ihr hier, sagen wir mal, bin jetzt hier gerade mit 8 Kilo, 9 Kilo unterwegs. Vorfach 7 bis 9 Kilo finde ich ist immer ganz entspannt, geht ganz gut. Wenn eure Rute noch nicht so viel trägt, wenn ihr hier mit einem 3, 4 Kilo Setup unterwegs seid, kann man das natürlich auch machen. Dann kann es natürlich sein, dass die etwas dickeren Brassen schon so ein bisschen in den Drill gehen. Das heißt, ihr müsst da auf die Bremse achten und die Bremse entsprechend runterstellen. Erstmal ein bisschen niedriger einstellen und dann langsam hochdrehen. Und wenn ihr dann merkt, okay, sagen wir jetzt mal bei 15, 16, da klackert es dann nicht mehr, dann dreht die Bremse nicht mehr durch, dann kann man das ja so einstellen. Und wenn alle Routen gleich eingestellt sind, dann stellt man halt alle Routen irgendwie schön konstant jetzt als Beispiel auf 14. Und dann kann auch nie was passieren. Deswegen hole ich mir auch immer für alle drei Slots immer am liebsten das gleiche Setup. Jetzt hier in meinem Fall zum Beispiel wäre das jetzt so der Fall. 8 dreht noch durch. 9, 10. Siehst du hier bei 11. Packt das schon. Perfekt. Das heißt, dann kann ich hier wieder auswerfen. Und wenn es gleich die nächste reingeht, im Bereich von einem Kilo, das heißt Brassen von einem Kilo, kann ich mit einer Bremse von 11 jetzt ganz entspannt reinziehen. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Dann machen wir auch mal runter die 11. Ja, wird auch so ungefähr um ein Kilo sein. Oder drunter. Ha! 950 Rotauge auf dem Knoblauchteig auch. Auch nicht schlecht. Bringt auch ganz gut Silber. Hier machen wir auch wieder auf die 11. Klackert ein bisschen mehr durch. Könnte jetzt schon ein bisschen über einem Kilo sein. Ich drehe mal einen weiter hoch. Jetzt klackert es dann nicht mehr. Also auch, siehst du, 1,4. Und so kann man sich dann halt rantasten mit der Bremse. Ne? Also wenn die Bremse dann eingestellt ist, auch hier, ja, wird jetzt über ein Kilo sein. Stellen wir auch auf die 12. Hat ja gerade auch geklappt. Oh, guck mal. Die hat sich einfach quergestellt, ey. 780 Gramm nur. Aber wie gesagt, ihr seht halt, da geht halt nichts kaputt. Das heißt, die Actionbar unten ist immer noch schön im grünen Bereich. Da geht nichts kaputt. Und das eben schon mit Fischen im Bereich ja, von so 1 Kilo, 1,5 Kilo. Alles easy. Da kommen wahrscheinlich jetzt schon die Fragen, wo die Brassen herkommen. Das heißt, ich guck mal kurz rein da in die Mails. Ah, komm, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit hier. 21 Uhr. Wir können auch schon mal wieder ein bisschen Licht machen hier. So. Dann locken wir wenigstens noch ein paar Mücken an hier. Wenn wir hier schon in der Natur sind, dann wollen wir die Natur natürlich auch genießen. Maximal, Alter. Okay. Der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ich guck mal kurz hier in die Mails und wir lassen das mal ein bisschen hier, lassen mal ein bisschen die Zeit vergehen. Und wenn es dann gleich schön dunkel ist, dann gucken wir mal, ob es hier richtig abgeht. Und ihr seht, es zuppelt und es zuppelt hier an allen Routen. Geht jetzt schon wieder los. Jetzt gerade in der Mitte hat sich sogar auch noch was gemeldet. Was habe ich jetzt bis dato gemacht? Ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich hier nur weiter die beiden Routen raus. Also die beiden Standard hier auf dem Erbsenbrei. Es gehen hier gerade sehr viele kleine rein. Und ich habe festgestellt, dass die kleinen silbernen 800 Gramm oder so, die haben richtig Power, ey. Hier auch. Die haben richtig Power. Die Kategorie war ja mal eine eigenständige Fischart sozusagen vor Jahren. Jungbrasse hieß das Ding. Und die konnte man auch eine Zeit lang ganz gut fangen.
Die konnte man eine Zeit lang ganz gut auch silbertechnisch fangen, auf Jungbrasse extra gehen. Und dann wurden die ja zusammengelegt, beide. Jungbrasse und Brasse war dann irgendwann eins. Aber ich merke tatsächlich, dass die 800 Grammer Jungbrassen hier, die dicken, hier auch, die haben ordentlich Zugkraft gehabt. Ich habe schon echt das Gefühl gehabt, dass da so eine 1,4er Brasse dann dran war vom Gewicht. Das war schon heftig. Ich habe jetzt gerade mal auf die ganz rechte Rute einen Wurm drauf gemacht, einen Mistwurm. Gucken wir mal, was da geht. Da bimmelt es auch schon drauf. Ja, und ihr seht, wahnsinnig viel von diesen silbernen. Alles, was im Bereich ist von 500 Gramm, natürlich ideal jetzt fürs Fischfetzen machen. Dafür war die Brasse schon immer hervorragend. Wenn man da jetzt auch noch die Köderbeschaffung skillen möchte, kann man da richtig schön Gas geben beim Brassenangeln. So, gucken wir mal, was jetzt hier noch mit auf den Mistwurm geht. Auch da noch die kleinen Brassen. Eine dicke Fette mit über 2 Kilo war schon dabei. Aber vielleicht sind es doch eher... Vielleicht sind es doch eher so die mitten in der Nacht bis Morgenstunden, die dann richtig ergiebig werden. Das heißt, ich spule einfach nochmal ein bisschen weiter vor. Und da geht es ab. Erster Biss jetzt hier. Sieht zumindest so aus. Erster Biss auf der Route 3. Auf der 3 habe ich jetzt gerade Perlengraupenbrei drauf gemacht. Und da bahnt sich, glaube ich, gerade was an. Jawolski. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was denn da jetzt auch reingeht. Oha, da müssen wir erstmal die Bremse langsam hochdrehen. Ja, entspannt auf die 15. Jawohl. Aha, also auch auf Perlengraupe ballern hier die dicken Brassen rein. Richtig gut, so soll das sein. Also raus mit dem Perlengraupe. Perlengraupe, Eierteig vorhin war nicht so geil. Erbsenbrei läuft natürlich auch immer noch. Und es zuppelt hier auf allen drei Routen. So soll das sein. So machen wir das, so macht das Spaß. Wir haben 3 Uhr morgens jetzt mittlerweile schon. Ich würde sagen, so bis vielleicht 9 Uhr oder so kann man hier gut auch auf die Brassen gehen. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Was sagt der Kescher bisher? Ja, sieht nicht so schlecht aus. Aber auch viele kleine in den frühen Abendstunden. Genau diese hier, die man dann alle noch zu Fischfetzen verhackstücken kann. Und es bimmelt weiter. Auf Perlengraupe auch noch. Zack. Jawollo. Ja, ich bin sehr gespannt, was das gleich alles so nach der Nacht an Silber bringt. Ich ziehe hier noch ein paar schöne Brocken raus. Gucken wir einfach mal, wie das so abgeht. Aber wie gesagt, vom Durchschnitt muss ich sagen, mir fehlen hier so ein paar mehr dicke Fette mit über 1 Kilo, mit über 2 Kilo am besten. Die waren bisher noch nicht dran. Vielleicht entwickelt sich das ja noch in den nächsten Tagen. Also erstmal weitermachen. Tja, und weiter geht's. Wir haben 4 Uhr morgens. Sehr, sehr gut. Also, 4 Uhr morgens, so langsam wird es ja wieder hell hier. Die Sonne geht langsam auf. Perfekt. Es bimmelt immer noch fleißig weiter. So soll das. Eppa. Aber es sind auch immer noch viel zu viele zu kleine dabei. Der war jetzt ein bisschen früh. Ich glaube, ich habe jetzt so rund 40. Kann das sein? Von den Futterbällchen hatte ich, glaube ich, gerade gesehen, 3 Stück noch zur Verfügung. Das heißt, ungefähr 40 von den Bällchen hier rausgeballert. Ist natürlich auch schon eine Menge, also es ging einiges raus. Perfekt. Genau, 3 Stück habe ich noch
Und dann ist die erste Ladung Brassenfutter hier reingeballert. So, gucken wir mal, was jetzt noch hier in den Morgenstunden geht. Ich sehe auch gerade hier im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat jede Menge, die auch wieder auf Brasse aus sind. Sehr viel Austausch hier und natürlich auch im Discord. Das ist natürlich richtig geil, dass man da sehr viele Infos dann miteinander austauscht und wo gerade was geht. Das ist natürlich immer das Allerbeste. Link zum Discord schreibe ich natürlich unten nochmal unter das Video, wenn ihr da Bock habt, auch einfach mal mit vorbeischauen. So, jetzt muss ich aber nochmal ein bisschen was gehen. Kurz vor 5, da muss aber nochmal ordentlich einer reinrasseln. Und dann wollen wir uns natürlich auch gleich mal angucken, was das so an Silber gebracht hat. Beziehungsweise, wie viel Fischwetzen da dann auch noch bei rumgekommen sind. Weil das war diesmal, ich denke, das war ja der Hauptanteil gewesen sein, die Fischfetzen. Und dann gleich nochmal hören, wo hier die anderen Lümmels alle gerade am Angeln sind. Weil ich glaube nicht, dass alle gerade hier an diesem Spot sind. Und es werden, zum Teil auch deutlich größere Brassen gerade gefangen. Da haben sie sich lange angekündigt und da gehen sie aber auch rein. Und hier tatsächlich endlich mal eine, die mal ein bisschen größer ist, Alter. Was haben wir denn da? Wunderbar, eine schön mit 2 Kilo. Kann man schon mal sehr schön mitnehmen. Die bringt gut Kohle. Direkt wieder raus das Ding. Jetzt wird es gerade ein bisschen wild. Schnell auf dem Erbsenbrei. Auch hier ein etwas dickerer Brocken. 1,3er. Und in der Mitte geht es auch nochmal weiter. Siehste, der Ufermaurer hier gerade im Chat. Ihr seht es gerade hier. Steht auf Brasse auf 43,32. Wurstgriffel auch. Sehr gut. Und da lübt es anscheinend auch. 43, 32, 15 Meter weit. Also auch da durchaus eine Möglichkeit, dann auf die Brasse zu gehen. Ich guck mal eben im Tool, wo genau das ist. Also hier an der Stelle 15 Meter. Auch nicht schlecht. Einfach mal ohne... Alter! Alter, das ist auch nochmal ein dicker Brocken. Oi, oi, oi. Schön, 2,6. Top. Ich sag ja, die Morgenstunden, ne? Die Morgenstunden nochmal viel geiler. Alter, hier, Alter, 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 entspann dich. Morgenstund, Alter. Schön auch, Alter, sehr gut. Auf Perlengraupe, ja auch nochmal richtig. Und da ist mittlerweile gar keine Futtermische mehr dran. Abgefahren, ey. Ui, die haben aber gut reingehauen jetzt hier, die Brocken. Und der nächste. Und der nächste, Digga. Ja, das ist natürlich geil. 6 Uhr morgens, die Brasse rennt. Boah, fast 3 Kilo. Richtig massives Ding, Alter. Sehr gut. Schön. Jetzt gucken wir mal eben. Ich hatte doch noch eine andere. Da waren noch ein paar Reste. 20 Bällchen hatte ich doch noch. Nicht, dass sie mir jetzt hier gleich abhauen, die Brassen. Immer schön am Fressen halten. So muss das sein. 30 Minuten, 30 Brassen. Ein untermaßig. Okay, das ist natürlich insane. Das ist natürlich richtig krass. Also, da muss das hier noch wilder sein, gerade mit der Brasse. Könnt ihr ja mal unten runter schreiben, wo es wilder war. Das wird natürlich, das wäre natürlich geil. Einfach mal testen, ob es da lübt und ob es für euch da auch gut funktioniert hat. Alter, auch hier wieder. Schönes Ding. Auch hier muss die Bremse nochmal höher drehen. Auf 18. So langsam kommen wir hier, sind wir schon kurz vorm roten Bereich hier. Oh, das ist gut. 2,2. Die hat sich gut gewehrt, ey. Auch da jetzt gerade wieder ohne Mische. Ja. Gucken wir mal noch.
Also, das ist schon ganz wild. Die letzten hier alle schön reingeballert. In den letzten 3 Minuten 6 dicke, fette, maßige Brassen. Sensationell. Das ist schon mal schön. Sodele, jetzt reicht's aber dann auch. Wir haben schon 9 Uhr durch hier mittlerweile. Ich renne mal eben zurück zum Verkaufen. Und da sind wir auch schon. Also, gehen wir mal kurz ins Café. Da haben wir sogar die Brassen drin. 3 Stück ab 2,6. Da war tatsächlich nur eine mit dabei. Güster war jetzt gerade auch eine ganz kurz dabei. Aber ansonsten nichts. Hechtauftrag, den werde ich mir gleich nochmal holen. 2x3 Kilo, die 135, die snacke ich mir gleich noch mit. Aber insgesamt gucken wir natürlich erstmal, was wir hier haben. Also, wir haben in der Zeit, Fangzeit von 45 Minuten, sagen wir jetzt mal, insgesamt 144 Silber gemacht. Gar nicht so schlecht. Knappe Stunde, rund 150 Silber würden wir jetzt mal aufrunden. Sieht also ganz vernünftig aus. In der Zeit halt, wie gesagt, 51 Fische rausgezogen. Auch das ist top. Ich werde die jetzt nicht alle verkaufen. Ich werde die jetzt hier nach Gewicht sortieren. Also ich werde die kleinen gleich verkaufen. Unter 500 Gramm. Zack, bis hier. Sodele. Die kommen weg. Und dann natürlich die ab hier. Na? Und das Rotauge nehmen wir auch noch mit. Das können wir auch noch verkaufen. Bringt 3. Und den Rest hier für 1. Naja, wenn man gerade auf Silber aus ist, kann man die natürlich hier auch noch alle mitverkaufen. Aber die hier, die bringen halt gar keine Kohle, ne? Also die 20 oder 0,2, das ist ja, kannst ja gar nicht umrechnen. Ich sag mal, daraus kann man halt schön Fischfetzen machen. So, also verkaufen den ganzen Sermon. Und dann rausziehen, weiter angeln. Petri, ihr Lieben, wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, dann Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf YouTube hier im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr. Petri, ciao.